Empfang der SternsingerInnen im neuen Rathaus und Boote bauen, eine alte Handwerkskunst hier in Hannover. Und damit guten Abend und herzlich willkommen zu 0511, Ihrem täglichen Magazin aus Hannover. Heute ist der sogenannte Dreikönigstag. Überall im Land ziehen verkleidete Kinder umher und sammeln für den guten Zweck. Für eine Spende an Kinder in Not überbringen sie den Segen für das neue Jahr. Segen bringen, Segen sein, Frieden im Libanon und weltweit. So lautet das Motto für 2020. Im Hannoverschen Rathaus hat Bürgermeister Thomas Herrmann die Gäste in Empfang genommen. Niklas Kuschkowitz berichtet. Es ist die zweite Kalenderwoche im Jahr 2020 und seit heute ist auch das neue Rathaus in Hannover für das neue Jahr gewappnet. Sternsingerinnen und Sternsinger haben am Dreikönigstag die Rollen der Heiligen Drei Könige übernommen und den Segen überbracht. Im Rathaus hat Bürgermeister Thomas Herrmann sie herzlich empfangen. Ach, das ist ja eine alte christliche Tradition, dass man die guten Wünsche und Gottes Segen sozusagen über jedes Haus bringt. Das heißt ja auch dieser Spruch, Christus man Josem benedicat, also nicht Kaspar, Melchior und Balthasar, wie es auch viele meinen. Ich glaube, wir können diesen Segen und die guten Wünsche für das neue Jahr sehr gut gebrauchen, hier im Rathaus und überall auf der Welt. Kinder, die sich für Kinder in Not engagieren. Weltweit ist die Sternsinger-Aktion die größte Solidaritätsaktion dieser Art. Im Rathaus ist der Besuch am Jahresanfang schon lange Tradition. Laut Propst Christian Wirz werden Sternsinger überall gern hereingebeten. Ich mache immer wieder, wenn ich mit den Sternsingern unterwegs bin, die Erfahrung, dass Sternsinger Türöffner sind. Das hat mit ihrem Charme, mit dem Charme der Kinder zu tun, dass sie immer mit offenen Armen empfangen werden. In diesem Jahr lautet das Motto der Sternsinger: Segen bringen, Segen sein, Frieden im Libanon und weltweit. Der Libanon ist ein kleines Land, 5 Millionen Menschen, 1,2 Millionen Flüchtlinge. Die Region im Nahen Osten ist ja ohnehin sehr unruhig, auch in den letzten Tagen wieder gewesen. Das bedeutet schon sehr viel. Und wenn man dort Geld sammeln kann, um Kindern vernünftige Bildung, vernünftige Unterbringung zu organisieren, dann ist das eine sehr wertvolle Geschichte. Und sie trägt auch natürlich zu Frieden und Völkerverständigung bei. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn wir dabei helfen können, dann tun wir das gerne. Mit Blick auf die Weltlage sieht Propst Christian Wirz die Sternsinger als Vorbild des Zusammenlebens. Wir wünschen uns natürlich alle Frieden. Wir machen leider die Erfahrung, dass Frieden sehr schwierig ist, weil die Eigeninteressen immer eine größere Rolle spielen als der Wunsch nach Frieden. Vielleicht ist die Botschaft der Sternsinger, dieser Charme der Sternsinger, eine Hilfe, dass wir weniger auf das eigene achten, sondern mit Freundlichkeit und Charme aufeinander zugehen. Das neue Rathaus in Hannover geht gesegnet ins Jahr 2020. Und wir kommen zu den Nachrichten des Tages, kurz zusammengefasst von Martin Schlüter. Jetzt nimmt sie langsam Formen an. Auch wenn hier noch nichts zu sehen ist, die Bebauung des Steintorplatzes rückt immer näher. Am 21. Januar sollen die finalen Architektenentwürfe jetzt gezeigt werden. Und alle stellen sich die Frage, wie wird der neue Platz im Herzen der Stadt dann aussehen? Nach jahrelangen Diskussionen, intensiver Bürgerbeteiligung und auch viel Streit wird jetzt eine Jury über die zukünftige Gestaltung des Platzes entscheiden. Gleich zwei Brände beschäftigt derzeit die Polizei Hannover. Am Samstagmorgen ist ein Audi A6 an der Straße Oerrieden-Trift im hannoverschen Stadtteil Bimmerode in Brand geraten. In der Wedemark wurde am Wochenende eine Lagerhalle durch Feuer beschädigt. Brandermittler der Polizei Hannover haben die Lagerhalle an der Straße Zöllnersgarten in Bissendorf jetzt begutachtet und gehen von Brandstiftung aus. In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen. Die Piraten Niedersachsen verurteilen Angriffe auf die Pressefreiheit. Ausgehend von der Kundgebung in Hannover am 23.11.19 vor dem NDR nutzen vermehrt politische Gruppen aus dem rechten Spektrum die Demonstrationsfreiheit, um gegen die Pressefreiheit zu protestieren. Wir sehen dies als das bewusste Austesten, welches Grundrecht gesellschaftlich relevanter ist, und ganz klaren Versuch, die Pressefreiheit damit zu beschneiden. Das darf nicht geschehen. Grundrechte sind gleichwertig, verurteilt Thomas Gansko, Vorsitzender der Piraten Niedersachsen, den Inhalt der Kundgebung.
In Hemmingen-Wilkenburg ist vor etwa 5 Jahren das nordöstlichste Römerlager im damaligen rechtsrheinischen Germanien nachgewiesen worden. Seitdem fanden Archäologinnen und Archäologen über 2500 Relikte aus der Zeit um Jesus Geburt. Diese Stätte so wichtigen historischen Kulturguts ist jedoch nach wie vor gefährdet. Warum das so ist, erklärt unser heutiger Gast Eva Viehoff. Sie ist kulturpolitische Sprecherin der Grünen im Landtag. Hallo Frau Viehoff, schön, dass Sie da sind. Warum ist dieses Römerlager denn so gefährdet? Ja, das Römerlager liegt in einem Vorranggebiet für Kiesabbau. Und es gibt eben einen Antrag in der Region, dort in der Region auch diesen Kies abzubauen. Und wie ist der Status quo jetzt gerade? Der Status quo ist so, dass zurzeit eben die Entscheidung bei der Region Hannover liegt. Ja, und wie festgefahren ist dieser Konflikt? Er scheint recht festgefahren zu sein, denn es gab ja eine Petition der Bürgerinnen und Bürger aus der Region, die relativ schnell das Quorum für die öffentliche Diskussion im Landtag erreicht hat. Und diese öffentliche Diskussion im Landtag Niedersachsen hat doch gezeigt, dass man sich zumindest in der Großen Koalition und der Region Hannover den schwarzen Peter über die Frage, wer entscheidet das denn jetzt, hin und her schiebt. Und das ist schade für dieses Römerlager. Ja, warum ist das Römerlager denn so bedeutend hier für die Region? Also welche Relikte dieser alten Zeit wurden denn da gefunden? Also es wurden ja einen Teil von Münzen, kleinen Speerspitzen und anderen Artefakten schon gefunden, die sehr reichhaltig sind. Sie haben es ja gerade auch noch mal gesagt, wie viele Artefakte dort schon aufgefunden worden sind, nur durch die einfache Bearbeitung des Bodens. Und von daher hat es natürlich auch eine nicht nur regionale Bedeutung, sondern auch eine europäische Bedeutung. Denn es ist das nördlichste unbedachte Marschlager, das je gefunden worden ist und sehr nördlich des Limes, wo man immer davon ausgegangen ist, die Römer sind eigentlich gar nicht über den Limes hinausgekommen. Es zeigt jetzt eigentlich, dass sie weiter nach Norden gegangen sind und es wäre schade, wenn man sich nicht anschaut, was hier passiert ist und warum sie hier in der Region gelagert haben. Ja, die Genehmigung zum Rohstoffabbau wurde ja vor 2015 vergeben, also bevor das Lager überhaupt richtig entdeckt wurde. Inwieweit kann man denn diese Entscheidung wieder revidieren? Also wir sind der Überzeugung, dass die Entscheidung durch die Landesregierung revidierbar ist. Dazu hätte Minister Tümmler jetzt bei der Neuberatung einzelner Teile des Landesraumordnungsprogramms einfach anmelden müssen, dass diese Fläche, die 0,25% der gesamten Kiesabbaufläche Niedersachsen betrifft, aus dem Landesraumordnungsprogramm herausgenommen wird. Diesen Antrag hat aber das MWK nicht gestellt. Ja, okay. Es gab auch eine Petition mit über 5000 Unterschriften. Die wurde dem Landtag im Dezember eingereicht und diese war nicht erfolgreich. Warum war diese denn nicht erfolgreich? Das liegt eben auch daran, dass man das CDU und SPD zwar die Bedeutung anerkennen, sich aber dann doch unserer Überzeugung nach den Profitinteressen von Großkonzernen zugeneigt haben. Es geht hier um die Verwertungsfrage, wobei eben man sagen muss, die Frage des Kiesbedarfs ist sicherlich da, aber er kann auch ohne diese Fläche gedeckt werden. Ja, und an wen richtet sich denn Ihre Kritik ganz besonders? Unsere Kritik richtet sich an die Große Koalition und vor allen Dingen auch an Minister Tümmler. Denn Herr Tümmler ist natürlich bereit, Unmengen von Geld für die Sanierung der Marienburg auszugeben, die letztendlich aus dem 18. Jahrhundert stammt. Aber für dieses europäisch wichtige und bedeutsame Römerlager ist er nicht bereit, den Antrag auf Änderung des Landesraumordnungsprogramms zu stellen. Das kritisieren wir sehr deutlich. Und die Große Koalition war nicht bereit, hier den Petenten, die eben sehr rührig sind und auch mit wissenschaftlicher Expertise gezeigt haben, wie wichtig dieses Lager ist, zu sagen, sie haben das richtig gemacht und es muss erhalten werden und hier eine landespolitische Entscheidung zu treffen. Sie gehen einzig und allein auf die verwaltungstechnische Entscheidungsebene und sagen, das ist eine Entscheidung der Region Hannover, damit haben wir nichts zu tun. Vielen Dank, Frau Viehoff, für das Gespräch. Und wir kommen zum nächsten Thema. Schon früh haben die Menschen auf Booten und Schiffen das Wasser befahren. Und sie tun es auch heute noch. Bootsbau ist eine alte Kunst. Olaf Wildebeur beherrscht dieses Handwerk und baut in Hannover echte Unikate. Svenja Haas hat ihn besucht. Olaf Wildebeur heiße ich. Ich stamme aus Hannover,
habe aber lange Jahre in Schweden gearbeitet als Boots- und Schiffbauer. Bin jetzt seit 9 Jahren in dieser neuen Bootsbauwerkstatt in Hannover und produziere Sportruderboote für Rennruderer, für Breitensportruderer und damit vertreibe ich hier meine Zeit. Ich habe meine Ausbildung begonnen 1993 bei einer kleinen Bootswerkstatt in der Nähe von Celle. Dann 3 Jahre gelernt, bin also jetzt seit knapp 22 Jahren in dem Beruf tätig. Im Moment bin ich dabei, hier einen Renneiner zu bauen. Der ist ziemlich exakt zur Hälfte fertig. Als nächstes werde ich an diesem Boot die Decks anpassen. Es ist ja oben noch offen. Wenn es so benutzt werden würde, könnte man sich schnell vorstellen, würde es innerhalb von Minuten vollschlagen und absaufen. Und zwischendurch muss ich aber die ganzen Holzteile, die man noch sehen kann, noch mehrere Male lackieren. Denn die dürfen natürlich nicht ungeschützt sein. Wenn Feuchtigkeit rankommt, würde das Holz sonst Schaden leiden, logischerweise. Ein Abschnitt fertig. Jetzt mache ich einen Zwischenschritt und muss den daneben gekleckerten Lack ein bisschen entfernen. Aber das Interessante ist immer, dass man jede Aufgabe aufs Neue hat und immer neue Lösungen finden muss. Es ist nie ein Boot wie das andere. Ich produziere halt nicht in Serie, nicht von der Stange, sondern für jeden einzelnen Sportler mehr oder minder ein Unikat. Der mittlere Bereich ist soweit in Ordnung. Jetzt gehe ich zu den kniffligen Ecken und arbeite in den Spitzen. Hier vorne haben wir den Bug, das vordere Ende des Bootes. Man sieht, wie schmal es ist. Nach einem Meter hat es eine Breite von 15 cm erreicht. Und hier vorne in dieser Spitze hat der Handwerker einmal die Mühe, mit dem Pinsel überhaupt reinzukommen und sich dabei möglichst nicht komplett selber einzusauen. Es gibt nicht sehr viele Bootsbauer in Deutschland, vielleicht 3.000 oder 4.000, die diesen Beruf ausüben. Ich war immer schon sehr, sehr interessiert an Wassersport und bin technisch interessiert gewesen. Bootsbauer hat den großen Vorteil, dass man eben mit allen möglichen Materialien arbeitet, Holz, Kunststoff als auch Metall. Und das macht es sehr, sehr abwechslungsreich. Es ist also nie ein Arbeitstag wie der andere. Wenn dann die letzte Lackierung endlich gemacht ist, manchmal klappt sie nicht auf Anhieb, dann muss man es wiederholen, ganz normal. Dann ist das schon sehr, sehr zufriedenstellend und sehr, sehr schönes Gefühl, dann ein neues Boot hergestellt zu haben. Klappt. Und manchmal, wenn ich dann vor Ort ein Boot ausliefere und der Nutzer sich nicht traut, die erste Fahrt zu machen, dann bin ich halt derjenige, der es ausprobieren soll. Und das ist schon eine sehr tolle Sache, wenn man dann feststellt, es funktioniert alles so, wie es soll und das Boot schwimmt. Zum Schluss gibt's wie immer noch einen kleinen Veranstaltungstipp für Sie. Nimm Rassismus persönlich. Unter diesem Motto regt eine hannoversche Gruppe von Amnesty International zum Nachdenken über Vorurteile und Alltagsrassismus an. Zunächst absurd wirkende Fragen fordern die BesucherInnen auf, unsinnige Klischees zu hinterfragen. Denn wie sinnhaft kann es sein, Eigenschaften an Herkunft oder äußeren Merkmalen festzumachen? Oder wissen Sie, welche Haarfarbe Fleiß hat? Die Ausstellung in der Stadt- und Schulbibliothek Badenstedt in der Plantagenstraße startet heute und läuft noch bis zum 28. März. Und das war's auch schon wieder mit 0511. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle mein Kollege Niklas Kuschkowitz. Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Tschüss.